Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Heute bekommt ihr mal eine etwas andere Begrüßung, denn es ist unterwegs in Dessau 30. Dazu habe ich mir ein kleines Spezial ausgedacht, denn es geht heute um Dessau-Roßlau. Ich entschuldige mich gleich im Vorhinein für die ganz viel verwendeten Bilder, denn von der Und Fürstenzeit, von dem alten Dessau kann ich leider keine Videos für euch machen. Ich wünsche euch trotzdem jetzt viel Spaß. Dessau-Roßlau ist eine kreisfreie Stadt in Sachsen-Anhalt. Sie ist aus der Fusion der Stadt Dessau und der Stadt Roßlau im Jahr 2007 entstanden. Dessau-Roßlau ist gemessen an der Zahl der Einwohner die drittgrößte Stadt des Bundeslandes. Sie hat eine Fläche von 244,74 Quadratkilometern. Historisch war Dessau die Hauptstadt und Residenz der Fürsten und späteres Herzogtum Anhalt-Dessau. Dessau liegt inmitten einer ausgedehnten Auenlandschaft, beiderseits der mittleren Elbe sowie an der Mulde, die im Stadtgebiet in die Elbe mündet. Die höchste natürliche Erhebung ist mit 111 Metern der Spitzberg nahe des Ortsteils Streez. Die neueste künstliche Erhebung mit 109 Metern ist die ehemalige Mülldeponie Scherbelberg. Der Wallwitzberg am südlichen Ufer der Elbe mit 76 Metern wurde im 18. Jahrhundert aufgeschüttet. Dessau-Roßlau ist umgeben von zahlreichen Garten- und Parkanlagen. Jetzt komme ich gleich zur Geschichte von Dessau-Roßlau. 1213 ist Dessau erstmals urkundlich erwähnt. Es lassen sich aber bereits im 12. Jahrhundert eine Gründung Dessaus vermuten, sowie ältere Stadtgebiete wie Kühnau oder Solln. Dessau hat im Laufe des 15. Jahrhunderts zeitweilige Aufenthalts des Hofes der Askanier und diente dabei als Landesverwaltung. Dies machte die Stadt ab 1471 zu deren Residenz. Der erste Aufschwung erreichte Dessau im 16. Jahrhundert. Stadtgrenzen wurden erweitert, erste hölzerne Brücken wurden errichtet, Einrichtungen prächtiger Bauten im Auftrag des Fürsten von Anhalt kennzeichneten diese Zeit. Die einzigsten verbliebenen Bauwerke aus dieser Zeit sind der Johannbau und die Marienkirche. Aus engem Kontakt des Fürsten zu den Wittenberger Reformatoren verwahrte die Anhaltinische Landesbücherei umfangreiche Privatsammlungen von Reformationsschriften auf. Das reformierende Glaubensbekenntnis führte zu engen Beziehungen zur Kurpfalz, Brandenburg und den Niederlanden. Unter der Herrschaft von Johann Georg II. Im 17. Jahrhundert erholte sich Dessau langsam aus den Folgen des Dreißigjährigen Krieges. Unterstützt wurde Johann Georg von seiner Gemahlin Henriette Katharina von Nassau-Oranien. Im 18. Jahrhundert kam nun Leopold I., der alte Dessauer. Er ließ neue Straßenachsen anlegen, erweiterte die Stadt, gründete fürstliche Domänen und schaffte mit seinem Wirtschaftsregime eine Grundlage für das Reformwerk seines Enkels Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, Vater Franz. Unter dieser Regierung entwickelte sich Dessau zu einem Zentrum der deutschen Aufklärung mit bedeutsamen Zeugnissen der Bildung und Kultur, der Weltoffenheit, des humanistischen Geistes. Freunde und Berater des Fürsten unterstützten ihn bei der Gestaltung als Ausdruck dieser Idealien. Unter anderem zählte das Wörlitzer Gartenrecht darunter oder der Versuch Basedows, das Schulwesen Deutschlands neu zu gestalten. Das 1774 gegründete Philanthropium gilt als das früheste Modell einer staatlichen Schule. In der Zeit von 1863 bis 1918 war Dessau die Hauptstadt
des sogenannten Herzogtums Anhalt. Die Industrialisierung veränderte das Gesicht der Stadt. Nach 1919 dominierten bald die Hugo-Junkers-Werke die Industriestruktur der Stadt. Mit der Industrialisierung der Stadt wuchs auch die Bevölkerung. Zahlreiche architektonische und soziologische bedeutsame Siedlungen entstanden, darunter die Bauhaussiedlung oder auch Zürten. 1926 siedelte das aus Weimar vertriebene Bauhaus über. 1932 erzwang der Nationalsozialismus die Schließung des Bauhauses. Aus den 1933 verstaatlichten Junkerswerken entstanden die Rüstungszentren der Luftwaffe, denen zahlreiche Luftangriffe galten, die fast 84% der Stadt zerstörten. Der Wiederaufbau begann dann 1951 und brachte die Stadt zunächst einige neoklassizistische Gebäude, denen bald zahlreiche Plattenbauten folgten, während Altbaustrukturen verfielen. Dessau wurde ein großindustrielles Zentrum der DDR. Seit 1990 hat sich in Dessau viel verändert. Zahlreiche historische Gebäude wurden restauriert, Lücken geschlossen. 1993 entstand in einem wiederaufgebauten Meisterhaus das Kurt-Weill-Zentrum. 1994 wurde der ehemalige Flugplatz der Junkerswerke wieder in Betrieb genommen. Das Anhaltinische Theater hat wieder einen Platz unter den großen deutschen Bühnen. Dessau ist heute Sitz zahlreicher Landesbehörden. Oberbürgermeister ist Peter Kures. Das Wappen der Stadt hat seinen Ursprung im Herzschild des Herzogtums Anhalt. Es ist bereits seit 1540 in Gebrauch. Der Adler steht für die Markgrafschaft Brandenburg, der Balken- und Rautenkranz für das Herzogtum Sachsen. Der vielgeteilte Schildfuß ist vom Wappen von Weidersee entnommen. Das Wappen hat seit 1952 einen gekrönten Mauerkranz. Gestaltet wurde das Wappen in jetziger Form von dem Magdeburger Jörg Mantsch. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Sehenswürdigkeiten, die ich schon gedreht habe auf meinem Archiv. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Ehrenbürger der Stadt und der Stadt Roßlau natürlich. Geborene Personen in der Stadt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Spezial gefallen zu Unterwegs in Dessau 30, Dessau, Roßlau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniert mich auch ganz schnell. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Tag-Video sehen und wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Tschüssi!